noch schwierig zu entdecken. Super gut getarnt. Ja, außer diese hier. Sie fand das nicht nötig. Nein. Es ist eine Dreieck-Krabbenspinne. Ja, eigentlich ist sie nicht dreieckig hinten, sondern eher rhombenförmig, oder? Ja, vielleicht ist es wegen der Zeichnung. Ja, aber da, das ist eher ein Kreuz. Oder eine Fremdsprache. Ja, die Namen, die werden manchmal schwierig vergeben. Ja, nach Lust und Laune. Aber sie soll die einzige sein von dieser Art in Europa. Ja, und sie versteckt sich. Das hat dir nicht gefallen, die Kamera. Nein. Hier eine Beute. Wir wollten eigentlich filmen, wie sie die Beute fängt. Aber die Beute ist zu klein. Also die gibt nichts her, oder? Nein. Hier hat sie einen Rettungsfaden geworfen, ja. Ja, angeklebt. Und diese hier auf der Blume hat schon etwas gefangen. Ja, das ist auch schon ein älteres Exemplar. Ja, es ist besser gefärbt. Ja. Satter, das Gelb, ja, ist satter. Ja. Und ihre Beute hier ist ganz offensichtlich eine Wespe. Genau. Aber so wie es aussieht, eine Wespe, die nicht zustechen kann. Weil sonst würde sie sie drehen, oder? Eigentlich schon, ja. Ja. Oder sie ist nicht so klug genug. Doch, doch, ich denke schon. Ich bin nicht sicher, ob es eine Blattwespe ist. Sie hat zwar eine ganz schmale Taille. Ja. Und sie lebt noch, he? Also. Sieht ganz so aus. Ja, jetzt wird sie mit dem Gift bedient. Das ist eine andere Wespe. Ja. Noch nicht gefangen. Eine Faltenwespe, habe ich gelesen. Wenn sie älter wird, bekommt sie Falten. Nein, ist, weil sie die Flügel zusammenfalten. Ah. Ich dachte, die Wespen sind wie wir. Also wenn ich in den Spiegel schaue, naja. Sie hat schöne Augen, große, so nierenförmige, das ist ihr Kennzeichen. Ja, und ein Einschnitt. He? Ja. Und es gibt etwa 4000 Arten von diesen Wespen. Und deshalb auch sehr, sehr schwierig, sie zu bestimmen. Oder? Ja. Viele kann man nur auseinanderhalten, wenn man sie unter dem Mikroskop zerlegt. Ja, genau, ja. Wenn man ja sie seziert. Ja. Und das machen wir natürlich nicht. Nein. Das sind Haarmücken. Das sind Mücken, die stechen nicht. Also sind eigentlich friedlich, hä? Ja. Man sieht sie im Frühling. Meistens, ja. Ja, oft im Frühling. Ja, und sie bilden oft große Schwärme. Mhm. Irgendetwas bewegt sich bei ihr im Bauch. Ich weiß nicht, ob sie die Eier durchmischt mit dem Samen, damit da jedes Ei befruchtet wird, oder wozu das dient. Da kommt noch ein kleiner Zuschauer. Ein ganz kleiner. Ja. So, und
Hier sind wir bei unserem nächsten Schauspieler. Die Mittelmeermöwe. Hier ist sie auf der Suche nach etwas Fressbarem. Sie schaut sich da sehr intensiv um. An dieser Stelle gibt es sehr viele Fische. Also ja. Auch die Haubentaucher sind da zu Hause und sind sehr erfolgreich bei der Jagd. Das war am Neuenburger See. Ja. Leider mit der Belichtung war das nicht so ideal. Die Sonne hat da ziemlich grell drauf geleuchtet. Das war ziemlich weit weg, oder? Ja, es war auch weit weg. Wir mussten unser Zoom ziemlich beanspruchen. Ja, ne? Ja. Und haben auch zeitweise übertrieben, man sieht es dann. So. Jedenfalls, sie hat Beute gemacht, sie hat einen Fisch gefunden. Ich weiß nicht, ob er schon tot war oder ob sie ihn einfach angepickt und erledigt hat. Aber aktiv gefischt habe ich es nicht gesehen. Ich auch nicht. Das war wahrscheinlich ein Toter, weil sie leben auch von Abfall. Ja, das ist schon möglich. Nicht ganz einfach, etwas abzukneifen, wenn der Fisch immer nachgibt nach unten, oder? Ja, das ist schwierig. Ja. Versuch mal einen Apfel im Wasser zu essen, oder? Das ist relativ heikel. Und sie hat da ein riesiges Stück. Ganz extrem. Ja. Und wir dachten, das bringt sie nie und nimmer runter. Nie und nimmer. Die erstickt an diesem Stück. Aber ihre Gier ist grösser als sie vernunft, oder? Ja, sie frisst das wirklich vollends auf. Und wirk und fort. Weg. Schnabel noch waschen, weil der Fisch war ja schmutzig, oder im Wasser. Vielleicht muss ich ein bisschen trinken. Und was erstaunlich ist, sie konnte noch fliegen mit dem ganzen Ballast ja, im Bauch. Das ist erstaunlich. Ja. So, hier haben wir einen sehr schönen. Eine von deinen Lieblingen. Ja, ein Vertragspartner von uns. Man findet ihn im Wald, in der Waldlichtung. Ja? Genau, ja. Ein Schornsteinfeger. Ja, das sieht man sehr gut an den Kaminen auf den Flügeln. Andere Leute sagen, es ist ein brauner Waldvogel. Passt ein bisschen besser, aber auch noch nicht so gut. Also. Auf einer Margerite, das ist relativ selten, dass Margeriten besucht werden. Also Margeriten sind eigentlich unbeliebt bei Insekten. Ja, sie sind gar nicht beliebt. Ja, wir schauen sehr oft bei Margeriten vorbei und da ist nichts, kein Insekt. Sehr selten. Ja, aber Schornsteinfeger, wenn es sonst nichts gibt. Nehmen wir auch Margeriten. Ja. Aber es ist ein schöner Schmetterling. Ja, sehr hübsch. Obwohl er nicht so farbenprächtig ist. Und hier sehen wir, er hat keinen Subunternehmer gefunden. Er muss also selbst reinigen. Aber er hat das verwechselt. Ja. Er ist auf meinem Finger. Man sieht sehr schön die Größe. Es ist ein relativ kleiner Falter.
Ja, sie haben dich einfach gerne, die Schmetterlinge. Sie landen oft auf deinen Fingern. Ja, und also das war außerordentlich mühsam. Ich musste den Finger sicher so 5 Minuten so stillhalten. Ja, ja. Und das ist also noch anstrengend. Aber immerhin, er hat so lange gereinigt. Oder? Ja, ja. Er war ausdauernd. Ja. Und er versuchte das genau zu machen. Den feinen Rüssel, den fühlt man nicht auf der Hand. Das ist viel zu fein, viel zu leicht. Oh, schau mal, es windet. Ja, es hat ihn fast fortgeblasen. Mhm. Also es kitzelt nicht einmal. Gar nichts? Nein, man bemerkt überhaupt nichts. Aber einfach schöne Aufnahmen. Und beim Schneiden dachte ich, man darf das sehr lange zeigen. Ich musste leiden, der Zuschauer soll jetzt auch ein bisschen. Oh. Mitfühlen mit mir. Ja. Er konnte fast nicht mehr aufhören. Ja. Ich weiß nicht, ob ich am Schluss nicht einfach habe ich einen Tritt in den Hintern gegeben. Oder? Hast du ihn weggeblasen? Ja. Das wär's. Bis später. Bis dann. Aber noch ist neu verbinden.